So. Und da klingt unser Handy, aber ich glaube nicht. Gehen wir ganz schnell ran. Und danach wird auch schon weiter geplaudert. Bleib hier, bleib hier. Nein. Bleib hier, hübsche Frau. Ich möchte weiter mit dir flirten. Und was soll die Scheiße eigentlich hier? Moment mal. Das ist... Ich will nicht, dass das Symbol angezeigt wird. Was soll das denn? Okay. Nein, und... Ich werde befördert. Ich werde bestimmt befördert. Okay, das ist mir aber relativ egal alles gerade. Jetzt sind nämlich die Symbole weg. Die nerven ein bisschen. Freundlich. Ein bisschen schmeicheln. Ich finde, unser David, der braucht einfach mal ein bisschen. Der muss seinen Druck mal rauslassen. Ne? Romantisch. Koketter Witz. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Können wir über Aussehen machen? Oh, das hat sie... Du bist wie ein Baum. Nee, Flirten kommt echt noch nicht gut an. Da müssen wir uns noch irgendwie... Da müssen wir uns noch mehr anstrengen. Ja, ich wurde befördert. Ich lese das ganz schnell durch eben. Nee, wir essen keine Hot Dogs. Oh Gott, das ist schon halber verhungert, der Typ. Herzlichen Glückwunsch. Beeil dich, die Jungs warten schon auf ihre Sandwiches und die Limo. Und vergiss bloß nicht, ihre Wäsche aus der Reinigung zu holen. Ups. Und ihre Glücksbandanas zu bügeln. Die Band vertraut auf dich, wenigstens was diese äußerst wichtigen Aufgaben anbelangt. Also, lass sie nicht im Stich. Und wir verdienen nun 25 die Stunde. Wow, wenn ich so denke, was hier David verdient, der verdient jetzt schon 47. Das verdient man in der Musikkarriere auf 4 oder 5 gerade mal. Das ist richtig böse. Okay, bei ihm wird es langsam echt böse. Wir müssen uns mit ihr ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Romantisch, Nee. Flirten wir nochmal eine Runde. Jede wird gern angeflirtet. Huhust. Und danach hier bitten in die Sterne zu schauen. Es ist toll, dich einfach kennenzulernen. Nein, wir werden ignoriert. Oh, das ist sogar auch ganz gut. Nehmen wir uns hier einen Teller. Da wird nämlich auch gleich nebenbei geredet. Das ist auch mal schön. Ja, ein Picknick gemacht. Das ist so ein schöner Tag. Werden wir niemals vergessen, weil wir einfach nur ein Picknick gemacht haben. Bleib hier, bleib hier. Wir blicken gleich in die Sterne. Ach, das soll Planet sein. Ah, tolle Idee. Lass uns in die Sterne schauen. Ich könnte euch einfach in den Rasen legen. Aber nein, wir setzen es auf die Steine. Und what the fuck? What the fuck? Okay. Oh. Wenn sie wüsste, dass ich nur Böses im Schilde führe. Müssen wir morgen arbeiten? Ja, müssen wir. Scheiße. Wir werden morgen richtig böse aus dem Bett kommen, habe ich das Gefühl. Es macht deinen Zimmer glücklich, mit anderen Zimmern in den Nachthimmel zu sehen. Oh, wie süß. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas in dem Sinne machen, oder? Ja? Nee, ich glaube nicht. Gut, wir sind hier jetzt schon freundlich. Freundlich, Freundin meine ich. Das ist mein Chef, die muss ich auch nochmal anbaggern. Julia van Cleef dürfte kein Problem sein, weil...
Ja, einfach weil sie ja bei uns wohnt. Oberschule der Nachbarschaft, Gott. Ah, oh, der Nachthimmel, der ist so schön. Ja, ich glaube, jetzt hören sie auf. Ja, das reicht. Ja, gehen wir nach Hause. Wir machen ein andermal weiter. Ich hätte mich vielleicht noch verabschieden können. Wäre netter halt einfach so... Oh, einfach nur weg abhauen. Das wär schon richtig fies. So, ich mache Fitnessübung. Oho. Gehen wir eine Runde pennen. Ich muss morgen arbeiten. Okay, aber ich habe noch genug Zeit. Gitarrenfähigkeit verbessern. Und Gitarre spielen. Alles kein Problem. Oh Gott, mach mal sauber. Ach du Schande. So. Wir gehen auch mal schlafen. Es dürfte Zeit sein. So, sie macht noch eben alles sauber, dann geht sie auch eben schlafen. Gott, hat sie das alles schmutzig gemacht. Ich meine, sie ist die Einzige, die kocht. Also ihre Schuld. Mach das alles sauber. Bitte ein bisschen schneller. Gut. Hier, bring das nochmal raus, dann darfst du auch mal schlafen. Und du musst morgen bestimmt arbeiten. Ja, muss sie, okay. Gut, gut. Alle schlafen, warten wir kurz ab. Ach, er muss noch das Buch lesen. Oh nein. Ah, das wird dürftig. Bis wann schläft er? Bis 7. Okay. Dann geht er gleich noch ganz schnell auf Toilette. Ganz schnell unter die Dusche. Und Restessen dürfte er dann nicht mehr klappen. Komm, pinkel schneller. Komm mal hier, ne? Ja, hier nehmen wir uns einen Teller von dem Zeugs. Und da sind Schmetterlinge. Oh. Nein, verdammt. Es ist keine Zeit mehr fürs Essen. Techtelmechtel im Whirlpool. Das nutzen wir doch mal aus, wenn wir einen hätten. So, wir arbeiten heute... Lassen wir es mal locker gehen. Partner, Logi... Partner? Ah, hier, wenn er wenig deine Kosten zu aufpassen, eigene Fälle übernehmen, machen wir mal. Das interessiert mich doch. So, sie ist immer noch... Nee, sie ist immer noch hart am Schlafen. Sie geht gleich so, dass sie zuerst geht, sobald sie wach ist. Denn sie stinkt! Du machst das jetzt. So, haben wir noch Reste haben wir nicht mehr. Nehmen wir uns was von den leckeren, leckeren Waffeln. Na? Gut. No! Das ist ihre Aktion, das ist aber auch so ein bisschen dumm. Was hat sie denn? Ah. Oh, sie ist einsam. Scheiße! Sie braucht ein bisschen menschliche Kontakte, habe ich das Gefühl. Okay. Nicht von uns. Doch, nein. Wo ist denn unser Inventar? Ich find, ach, er hat's schon. Wie fehlt uns aber noch von Gitarrenbord? So viel. So, wenn sie
gleich arbeiten muss, ist sie so oder so alles egal. Aber sie muss auf jeden Fall nochmal was von ihren leckeren Waffen essen. Essen meine ich. Nom 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 nom. Und ich glaube, die Toilette geht bei der nächsten Benutzung kaputt. Ich habe so ein Gefühl. So, nein, wir sind nicht gestresst. Wir treffen uns aber gleich erstmal wieder mit Dings da. Ich weiß gar nicht ihren Namen. Na, Spaß hat sie auf jeden Fall. So, bam. Dann hier. Dann dürfte er gleich soweit sein. Um 15 Uhr, denke ich mal. Und dann geht's mit ihm weiter. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich schön gelöst. Eine Einzeit mache ich mit denen zwar, mit der anderen Zeit mit ihm. Zumindest so glücklich, dass er deine Jobleistung erhöht. Und er hat nochmal gut was verdient heute. Wir gehen aber in den Park mit... Ja, Ayesha hieß sie, genau. Genau. Wo ist denn... Ja, hier ist ja schon der Park. Ne, ich glaube, wir müssen Ayesha erstmal anrufen. Die soll ja auch erstmal hier kommen. Wer ist das überhaupt? Tourist. I. Handy. Oh Gott, was haben wir hier denn alles für eine Auswahl? Das ist ja... Oh Gott. Reisen, Veranstaltung, Arbeit aufgeben. Nee. Sim an... Nee, was haben wir unter mehr? Umziehen. Okay, Sim anrufen. Nächsthöher platzierten Schachgegner einladen. Was? Ferngespräch. Um Verabredung bitten. Das machen wir nochmal. Los, raus mit dir. Du musst um die andere... Ich hab doch schon noch Ayesha kennengelernt. Nein! Einladen nach. Sie ist doch Ayesha, oder? Ja, Ayesha Ansari. Ja, ich möchte dorthin gehen. Ayesha. Versuch doch mal in 1 Stunde nochmal. Okay. Machen wir dann. Jetzt haben wir mal mit ihm ein bisschen Spaß hier. Freundschaftlich begrüßen. Larko. Lied lernen. Okay. Gerd. Stun. Wamalubaziva. Die Stabe. Ey, ich hab Bock mit dir zu reden. Steve. Reeps Pursi Joga. Spielen wir nur ohne Schach. Tut der Loki gut und dem Spaß bestimmt auch. Und das dauert so oder so noch zu lange. Von der eben nur damit unser Stresslevel ein bisschen runtergeht. Geh ran. Ja, das können wir auch machen. So, jetzt dürfen wir aber ja schon nochmal anrufen dürfen. Handy, Sim anrufen, einladen nach. Na, Candy Ashley, ey. Oder wie auch immer sie jetzt gerade hieß. Bin ich ja mal gespannt. Allgemein, was daraus jetzt wird. Er hat schon wieder hier Liebeszeichen. Ist sie da? Oder wer soll das sein? Oh, eine fremde Frau. Verraten wir gleich ein Geheimnis. Geh dann zur Arbeit. Lies ein Leben am Rande der Bühne. Ja, das können wir machen. Das kannst du ja gleich danach machen, mein Freund. Ich glaube, ich sollte lieber normal arbeiten lassen. Sie sind ja einfach weniger Stress, da kann man mehr mit denen machen, die Zimmer. Ist ja sonst immer recht böse. Ist sie da? Angesprochen werden. Hi. Ich mag, was auch immer das sein soll. Das ist sehr interessant. So, fangen wir gleich mit Tratschen an. Plaudern. Und nach dem Tag fragen, ist auch mal schön. Wir gehen einfach mal alles durch hier gerade. Und danach werden wir ein bisschen romantisch. Ich mal ein bisschen schnell vorwärts. Zum Ende zu kommen. Oh,
Ich habe mir gerade einen Wunsch erfüllt. Ich weiß zwar nicht, was, aber es ist egal. Ach, wir haben eine Gruppe gegründet, oder was? Ganz automatisch. Das mit den Gruppengründen finde ich auch mal ganz gut. Boah, er gibt heute eine Party. Das ist mir egal. Loben wir sie doch mal. Komplimente machen. Über Sportlichkeit. Das hört Frauen bestimmt gerne. Lustig. Ja, hoffnungslos romantisch. Flirten dann nochmal tief in die Augen blicken. Ich glaube, das geht aber auf der Abste schief. Okay, Flirten klappt, aber ich glaube, das... Ich glaube, alles, was übers Flirten hinausgeht, oh mein Gott. Es hat funktioniert. Wir spannen dem...